Hallo, willkommen zurück im Moonlit Let's Play. Die beiden hier schlafen noch, deswegen bin ich ein bisschen leise. Lassen wir sie mal noch ausschlafen. Ja, zurück bei unseren beiden Feen und ich weiß immer noch nicht, ob wir jetzt Sakura zu einem Pflanzensim machen wollen oder nicht. Ich werde demnächst mal eine kleine Umfrage starten. Werde ich euch aber Bescheid sagen, wann ihr die sehen könnt oder wann ihr da abstimmen könnt. Ja, genau, du gehst erstmal duschen und dann haben wir ja noch was Schönes zum Essen. Ja, richtig schöne Pfannkuchen. Du kannst dann hier gern erst einmal dein Bett machen, dich umziehen und die Toilette benutzen. Und dann kannst auch du ein paar Pfannkuchen essen. Und ich weiß immer noch nicht, was dieses Wasserplätschern, die kannst du. Ist auch nur hier, nur wenn ich nach da gucke. Hier ist es weg. Jetzt ist wieder da. Ist weg. Jetzt kommt es wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz ehrlich. Ich meine, wir haben hier einen kleinen Teich. Aber von dem kann es nicht kommen. Der Teich ist eigentlich voll still. Keine Ahnung. Ja, musst du bald arbeiten, dass du hier schon deine Sachen anhast? Oh ja. Du musst aber wirklich bald arbeiten. Nee, könnt ihr bitte. Ja, gut, dann esst halt draußen heute. Okay, dann esst draußen. Muss sie aber auch mitessen, die liebe Darcy. Auch wenn du sowieso schon weg sein wirst, wenn Darcy mit Essen anfängt. Aber ist egal. Sie wird trotzdem mitessen müssen. Aber es kam bisher noch gar keine Meldung, dass gleich die Fahrgemeinschaft kommt. Das ist ein bisschen eigenartig. So, du kannst dich vielleicht mal ein bisschen um die Bienen kümmern. Und du kommst auch mal raus zum Essen. Sehr schön, das macht sie sogar selbstständig. Achso, du musst dich ja erst in dein tolles Outfit wechseln. Das kannst du dann aufräumen. Dann können wir hier einmal sauber machen. Das reinigen. Und du kannst dann zur Arbeit gehen. Oh, heute ist Spiel. Na gut, dann wollen wir mal lieber rechtzeitig hingehen. Kannst gerne noch kurz den Honig oder die Bienen füttern, aber den Rest machen wir dann später und du gehst dann mal zur Arbeit und ja, vielleicht werden wir heute nicht ganz so versagen. Das läuft echt nicht gut mit Sakuras Arbeit. Also wir müssen uns erstmal mit den Teamkollegen echt gut anfreunden und dann müssten wir uns, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Athletik lernen und dann können wir uns auch bei der Arbeit so ein bisschen mehr aufs Spiel vorbereiten. Weil wir sind ja immer so ein bisschen abgelenkt, dadurch, dass wir immer so zwei, drei andere Sachen machen. Und gar nicht das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren sollten, nämlich aufs Spiel. Und da ein bisschen üben. Ja, Darcy hat heute eigentlich frei, aber sie kann natürlich immer arbeiten, wenn sie möchte. Sie kann natürlich immer sich irgendwo in der Stadt Aufträge holen. Das finde ich ganz cool. Und ja. Was ich allerdings gern machen möchte, ist mal mit den beiden in den Urlaub fahren. Nach Frankreich, China oder Ägypten. Da könnt ihr gern vorschlagen, was ihr denn am besten findet. Haben wir denn schon irgendwelche, wenn, dann hat sie wahrscheinlich irgendwelche Level? Ah, nicht viel. Nur Ägypten, ein kleines bisschen. Aber das würde ich eigentlich gern machen mit den beiden, denn ich denke, das wäre ganz cool. Ja, wenn wir ein bisschen. Wir werden hier ein bisschen den Garten pflegen. Hättest du gießen oder musst du gießen, theoretisch? Gießen muss sie eigentlich nicht, oder? Habe ich das Gefühl? Oder woran liegt das? Ich glaube, gießen muss sie nichts. Nee. Aber ich habe gar nicht gemerkt, dass es geregnet hat. Oh, egal. Solange wir nicht gießen müssen, ist ja egal, warum. Wir könnten eigentlich auch unbedingt gern mal an den Strand gehen. Ich meine, wir haben den Strand direkt vor uns. Richtig schön. Wir müssen hier nur so ein paar Meter rüber. Haben hier sogar unseren eigenen Platz. Oder hier drüben, wo wir. Na gut, hier drüben gehört vielleicht eher den Leuten. Aber hier, wo wir direkt runtergehen können, wo wir hier sogar angeln gehen könnten, wo wir uns hinlegen und entspannen können.
richtig schön abgelegen hier im Moonlight Falls. Das sollten wir eigentlich nutzen, meiner Meinung nach. Vielleicht machen wir das ja mal. Jo, und ja, was Anavian mir mal vorgeschlagen hat, als weiteres kleines Hobby für die liebe Darcy, wäre, ja, erstmal ein bisschen hier mit sozialen Netzwerken, ein bisschen im Internet zu surfen und so, damit wir einen Blog starten können. Das wäre so ein kleinen Modeblog, das wäre richtig cool, wenn wir das auf jeden Fall auch hinkriegen. Dann können wir vielleicht Violet eine freundliche Textnachricht schicken, Ryan vielleicht auch. Hier können vielleicht mit Pip ein bisschen plaudern. Das wäre ganz gut, wenn wir da auf jeden Fall die Fähigkeiten ein bisschen ausbauen, damit wir das auf jeden Fall machen können. Wie sieht das Spiel aus? Oh nein! Oh, ich habe zum Glück vorher nicht geguckt. 1 zu 13. Oh, das ist echt mies. Das ist mies. Also wirklich nicht schön. Na nee, gut, ich würde vorschlagen, haben wir nicht irgendwie, genau, das Seminar. Das Seminar im Krankenhaus. Zwischen 19 und 22 Uhr. Dann werden wir jetzt mal hierher joggen. Wir müssen ja sowieso ein bisschen unsere Athletik ausbauen. Wie viel brauchen wir denn da noch? Oh, doch noch einiges. Wenn wir hier hin joggen, bisschen schweißfrei, weil wir haben ja jetzt gleich einen Auftritt, ein Seminar. Wenn wir das Seminar abhalten und auf jeden Fall ein bisschen versuchen, uns zu verbessern in unserem Job. Na, wie auch immer wir das hinkriegen wollen. 2 zu 18. Oh, das ist so schrecklich. Ach Mann. Ja, und du erntest so ein bisschen den Krams hier, meine liebe Darcy. Das ist zwar irgendwie nicht ganz so ihr Fall, muss man ehrlich sagen, das Ernten. Aber sie muss halt auch so ein bisschen unserer lieben Sakura helfen. Sakura kann ja halt nun auch einfach nicht alles selbst machen. Das geht ja nun wirklich nicht. Dass sie irgendwie 10.000 Aufgaben hat und da sie dreht Däumchen, schreibt in ihrem Blog und weiß sonst nichts zu tun. Das fände ich nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, das Bienenwachs würde ich gerne mal Stella schenken. Also am liebsten sogar das gesamte Bienenwachs. Weil das braucht die ja eigentlich für ihre, ja, für ihre Hexensachen da, ihr wisst schon. Für ihren Hexenkrams halt. Oh, Kampfkunst verbessern. Ist auch eine coole Idee. Ja, Sport würde ich natürlich noch lieber. Sorry, Kampfkunst, du musst der Sportfähigkeit weichen. Kochen ist jetzt nicht ganz so spannend, aber das können wir auf jeden Fall machen. So, wie weit bist du denn schon? Oh, du bist ja schon fast da. Das ging aber schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dann kannst du auch gleich hier dein Seminar abhalten. Worüber geht das denn? Oh, es ist sogar über Sport. Das ist cool. Ein Vortrag über die Reihe Gesund Leben. Cool. Cool. Das finde ich super. Und im Anschluss, wen haben wir denn jetzt so alles als Kollegen? Wir haben hier David, Erika Wolf, Malcolm Harris. Vielleicht wollen wir doch mal nochmal zu den Wolfs nach Hause gehen, wenn die dann zu Hause sind. Wir können halt auch zu denen gehen, zu den veganen Zimmerkameraden. Da ist ja einer dabei. Ich habe nämlich auch das Gefühl, wo wohnen denn die Wolfs? Das Gefühl, die sind eh nicht zu Hause. Mächtigen Zimmerkameraden. Wo wohnen denn die Wolfs? Hier? Nee. Hä? Da? Ach, da wohnen sie. Ja, dann würde ich vielleicht sogar zu denen gleich gehen im Anschluss. Dass wir uns da mit Erika ein bisschen anfreunden können, mit dem Chef vielleicht auch noch ein bisschen quatschen können. Kann ja auch nicht schaden. Wenn sie denn halt da sind. Ich glaube, das letzte Mal, als wir da waren, war irgendwie niemand da. Das war ein bisschen blöd. Ja. Viel ist es hoffentlich nicht mehr. Die beiden Sachen, glaube ich, noch. Ja, komm, ich würde sagen, nach dem hier kannst du es beenden. Wir müssen ja auch nicht alles ernten. So.
Dein Seminar war ein voller Erfolg. Es macht immer Spaß, von einem begeisterten, motivierten Publikum zu sprechen. Aber die Gehaltserhöhung ist die schönste Belohnung für deine Mühen. Yay. Haben wir irgendwie auch Athletik vielleicht gesteigert? Nee, schade. Leider nicht. Ins Wellness-Center gehen möchte ich jetzt. So, ist sie denn noch da? Wenigstens die Erika. Ja, ist sie. Oh, da kommen sogar gerade noch Leute da so nach Hause. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen... jetzt haben wir den ersten Level. Dann können wir jetzt einen Blog schreiben. Wollen wir den Blog... Ja, wir werden wahrscheinlich diesen Blog schreiben. Es gibt, glaube ich, noch einen Kritikblog und dann gibt es noch irgendeinen anderen. Ich denke mal, der normale Blog macht das schon. Hallo, Erika. Mal wieder im Werwolfsgestalt. Wer ist das? Dwayne. Ah, okay. Nee, wir werden mit Erika ein bisschen quatschen. Machen wir nochmal ein Kompliment über ihr Haus. Das sind Muskeln bei Erika, oder? Oder ist das auch ein bisschen Fett? Also ich meine Fett jetzt nicht negativ, sondern einfach, sie sieht halt nicht so dünn aus, sondern weiß halt nur nicht, fettigen roten, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ob das jetzt Muskelmasse ist oder ob das Fett ist, das weiß ich nicht. Aber so ihre Beine und ihre Arme sehen mehr nach Muskeln aus, von der Form her. Deswegen würde ich mal behaupten, das ist von Muskeln auch. So, also wie gesagt, ihr sollt euch ein bisschen anfreunden. So geht anfreunden wirklich am schnellsten, indem man einfach mit den Leuten redet. weiß nicht, Billard spielen bringt irgendwie nicht so viel. Dann habe ich das Gefühl. Ja. Okay, du hast mit den Leuten ein bisschen gequatscht. Das ist schon mal gut. Ja, werden wir gleich mal nach der Blog-App schauen. Einfluss bei den Sportlern. Ja, Sakura könnte eigentlich auch Sportler werden, aber Sportler ist bei Sims so ein bisschen, geht mehr in Richtung Party, als wirklich einfach nur Sport treiben. Und vor allem der normale Sport bringt da ja nichts. Mir wurde zwar ein Link geschickt oder irgendwie, dass es auch einen Mod gibt, damit normaler Sport als sowas angerechnet wird, halt so bei der Sportlergruppe, aber Jo, dann werden wir mal einen neuen Blog erstellen, ne? Wie nennen wir den denn? Oh, kann man den Blognamen später noch ändern? Wenn ja, dann könnten wir auf jeden Fall ein paar coole Namensvorschläge geben. Ansonsten nennen wir es Darcy's Trends und Lifestyle, so wie das irgendwie alle machen. Ja, wir können hier nur Persönliches, Kritikblock gibt es, aber ich würde sagen, dass wir das so nennen werden. So. Und ja, werden erstmal einen neuen Beitrag schreiben. Ja. Hier gibt es die neuesten Infos zu coolen Trends und meinen Fashion-Kreationen. So. yay, wir haben 3 Anhänger gewonnen. Cool. Ich habe so gar keine Ahnung, wie man einen Blog bei Sims irgendwie, ja, hält oder erhält, wie man da halt wirklich Zuschauer gewinnt, weil ich auch weiß, dass das ein bisschen anstrengender ist. Beziehungsweise das halt doch viel, viel Aufwand erfordert, so einen Blog am Laufen zu halten. Also auch im Allgemeinen, aber auch bei Sims. Und deswegen keine Ahnung, wie das geht. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was ich machen soll. Ich weiß, es gibt öfters so, Vorstellungen, was man machen könnte. Ich meine aber jetzt wirklich so, das musst du machen, das hilft auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eher ein bisschen schwerer, das zu wissen.
so von Profis, die schon einen 5-Sterne-Blog mal gemacht haben. So Tipps von denen, die finde ich ganz gut. Wo läuft sie denn jetzt hin? Mädel, bleib stehen. Das fühlt sich so falsch an, zu ihr Mädel zu sagen, wenn sie ein Werwolf ist. Irgendwie. Der andere Typ kommt nicht nach Hause. Fragen Sie mal nach dem Spiel. Oh, es hat sich eingepisst. Na gut, dann gehen wir nach Hause. Tschüss. Oh, nett war das ja jetzt nicht, ne? So, oh, hast du eingepinkelt? Na gut, dann gehe ich halt. Oh, wir können so viel Schönes machen. Dann, ja, machen wir ein paar Spaghetti mit Gemüsesoße, würde ich sagen. Ja. Wir könnten auch mal ein bisschen Tofu kaufen, weil das haben wir gar nicht. Einen Kurs können wir wahrscheinlich nicht belegen, ich weiß es gar nicht. Kann man beim Wissenschaftlichen Institut Wissenschaft lernen oder geht das halt wirklich nur bei diesem Uni-Dings? Warum kann ich hier gerade keine Kurse belegen? Oder kann man das so spät in der Nacht nicht mehr? Das wäre mir aber neu. Okay, kann man das so spät nicht mehr? Kann man das nur zu einer bestimmten Uhrzeit? Das wusste ich noch gar nicht. Okay, bei dir wird das jetzt anders laufen. Du wirst gleich die leckeren neuen Spaghetti mitessen. Die gleich da sind. Muss zwar eigentlich bald schlafen, aber egal. Komm. So, das reicht. Du kommst dann mit runter. Gib gleich Spaghetti, dass sie gleich essen. haben wir nicht auch schöne Gewürze, die du jetzt nutzen könntest? Was können wir denn so Schönes verwenden? Haben wir keine? Oh nein, jetzt machst du die auch noch kaputt. Haben wir keine Gewürze und sowas angepflanzt? Mitternachtsbohne, Tomate, Zwiebel, Kunabohne. Ich dachte, wir hätten alles angepflanzt. Karotte, Holunder. Oh, da fehlen ja Ginseng. Da muss ich mal gucken, da haben wir ja voll viele Sachen eigentlich noch gar nicht. Oh Mann, Sakura. Jetzt werden wir beide erstmal die angebrannten Spaghetti essen. Kannst du gerne essen. Was kannst du denn da hinzufügen? Du kannst Samen hinzufügen? Okay. Nein, danke. Nein, oh, nicht draußen essen. Ja, es ist Sommer, aber... Okay, sie liebt die Natur, sie liebt nicht die Natur. Und ich glaube, trotzdem wird sie gern draußen essen. Nee, doch. Wird auch drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an Sakuras Lieb die Natur liegt. Das wage ich mir ehrlich zu sein, zu bezweifeln. So, du gehst danach auf jeden Fall gleich mal ins Bett. Und du wirst dann hier noch ein bisschen aufräumen. Du wirst das recyceln. Das können wir dann aufräumen. Und dann kannst du auch ins Bett gehen. Ja. Okay. Gute Nacht, Darcy. Okay. Ja, dann haben wir mal wieder einen Tag hier im Feenhaushalt beendet. Oh, dass die immer dahin gehen. Ist ein bisschen unglücklich, dass das Waschbecken halt da ist. Weil die halt wirklich immer hier hingehen, weil das näher dran ist als dieses Waschbecken. Ist ein bisschen schade. Ich hätte gern gesehen, dass sie das andere Waschbecken nutzen. Dafür ist es ja da. Aber naja. Okay, dann erkläre ich auch diesen Tag und diese Folge mal wieder für beendet. Und ja, dann schauen wir in der nächsten Folge,
Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir erzählt, wo die beiden in den Urlaub fahren können oder ob ihr das überhaupt gut findet, ob ihr das blöd findet und was ihr da vielleicht auch machen könnt. Vielleicht könnte Darcy auch in Richtung Fotografie gehen, also sich da auf jeden Fall ein bisschen verbessern. Das würde ja auf jeden Fall auch so ein bisschen zu ihrem Lebensstil und ihren Interessen passen. Also vielleicht können wir da irgendwie, na gut, unsere Kamera haben wir ja, aber auch halt ein paar Bilder machen und so, zeichnen und solche Dinge. An das würde ich da denken. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf, deswegen kann ich da noch nicht drauf eingehen, aber vielleicht nächste Woche wieder. Bis dann auf jeden Fall erstmal. Tschüss!